So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Super Mario Odyssey, um genau zu sein, Luigis Ballonjagd. So, wir beginnen wie immer mit dem Ballon verstecken. So, und ich habe, denke ich, auch schon ein ganz gutes Versteck, wenn ich es hinkriegen würde. Wenn ich es hinkriegen würde, wäre das ein gutes Versteck. Und ja, so, hier fange ich mit einem Rückwärtssalto an. Dann hier auch. Ach komm. Ne, wisst ihr was? Ich mach's anders. Ich mach den Rückwärtssalto dann auf der Treppe in die andere Richtung. Also so, das passt. Aber dann so, genau. So wollte ich's machen. Und dann verstecke ich den hier oben. So. Ist, denke ich, ganz okay, das Versteck. Jetzt nicht das Beste unbedingt, aber ist, denke ich, okay. Und dann machen wir weiter mit Ballonsuche. Wer ist denn das? Ja, privat habe ich es ungefähr gleich versteckt. Mein Ballon werde ich natürlich nicht platzen lassen, ist ja mein eigener. So, aber Clementius ist auch ein Kumpel von mir. 30 Meter, das ist nicht weit weg. Probiere ich mal aus. Und 13 Sekunden Zeit. Also hier unten irgendwo. Ach, wahrscheinlich in der Kammer, oder? Ja, in der Kammer. Ganz einfach eigentlich. So, zack. Glückwunsch. Danke, ich habe zwar keinen Geburtstag, aber gut. Nehme ich mal so hin, denke ich. So, dann YT, nee, JT. JT oder irgendwie so spricht man das aus. 136 Meter. Wo könnte es sein? Vielleicht auf dem, auf der Terrasse? Könnte ich mir vorstellen. Ich schwimme mal zur Terrasse hin. Komm, gib mir einen Cheep Cheep. So, dankeschön. Vielleicht auf der Terrasse. Ansonsten hätte ich noch eine, ja, eine andere Form. Was ist denn jetzt los mit mir? Sonst hätte ich noch... Geh doch raus! Aber nicht dann. Du sollst früher rausgehen. So wollte ich's machen. Nee, ich glaube, der ist nicht auf der Terrasse. Ah, der ist wahrscheinlich... Ja, da hinten beim Tunnel. Ich sehe ihn doch schon. Okay, nicht bei der Terrasse, beim Tunnel. Und sogar außen, wenn ich's richtig gesehen habe. So, ich schnapp mir wieder einen Cheep Cheep. Komm her. Ich hätte gern einen Cheep Cheep. So. Dann kann ich einfach nach hier hinten schwimmen. Ja, ist ja easy. So. Zack. Hier die Blume aktivieren. Und dann... Ja, der Ballon guckt sogar raus. Das ist ja richtig lame. Ist ja richtig lame, da habe ich ihn schon. Hätte man wenigstens im Tunnel drin verstecken können, also hinter der Wand, dass man ihn wenigstens nicht sieht. Aber naja, was soll's. Und mein Rang ist wieder gestiegen. Rang 18, nice. Den hatten wir gerade. Dionitro. Mit 60 Coins. Und wie weit ist die Entfernung? 94 Meter. Ach komm, das ist doch bestimmt die Terrasse. Und ich habe gerade gesehen, Misha zockt Kirby Star Allies. Misha, wenn du das Video hier siehst, viel Spaß beim Zocken. Ich bin auch schon am Suchten seit gestern. Auch wenn ich krank bin. Aber zocken muss man ja. So. Ah komm. Der springt immer zu spät raus. Komm schon. Ich war schon mal geübter in dem Sprung. Mit dem Cheep Cheep, den ich gerade gemacht habe. Aber es reicht noch. So. So.
Glückwunsch, genau. Prima. Ich bin wieder ordentlich am Absahnen. So gefällt mir das doch. Und nun Japaner. Aber 40 Münzen ist nicht allzu viel. 175 Meter? Wahrscheinlich da hinten im Tunnel irgendwo. Oder? Könnte ich mir vorstellen. Komm her, ich möchte einen Cheep Cheep. So. Im Tunnel vielleicht irgendwo? Hier hinten? Es hat ja ungefähr dahin gezeigt. Hier irgendwo? Ja, hier im Tunnel irgendwo. Da wird das sein. Nee, hä? Dann halt nicht. Dann über dem Tunnel irgendwo. Aber wo? Im oberen Tunnel vielleicht. Moment. Ich schau mal nach. Vielleicht im oberen Tunnel. Vielleicht hat es der Japaner hinter der Wand versteckt. Was auch gut wäre. Komm, gib mir den Cheep Cheep. Ja, erstmal noch Schaden nehmen. So muss es sein. Mit zwei Leben ist nämlich Ballonjagd viel schwieriger, müsst ihr wissen. Deshalb erstmal ein Leben abziehen lassen. Dann ist es auch eine Herausforderung. So, und jetzt wahrscheinlich hinter dem Tunnel, oder? Oder wo? Nee. Wo ist denn der Ballon? Oder ist der auch auf der Terrasse? Ich sehe ihn jetzt nirgendwo. Vielleicht da oben. Aber dann. Ich musste ja nur 40 Münzen für den Ballon zahlen. Naja, egal, ich lasse es mal. Ich lass mal die Japaner Ballons. So, Fredo 7 und 777. Wo hast du deinen Ballon? Da oben irgendwo. Alles klar. Ich hoffe für dich, das ist nicht der Glitchballon. Hinter der Wand. Ach komm. Gib mir doch den Cheep Cheep. So. Jetzt wo? Hier oben irgendwo. Nee, ist kein Glitchballon, okay. Aber auch mal ein anderes Versteck. Gefällt mir. So. Mario 4 an. Ja, okay, das wird wieder der Tunnel sein oder die Terrasse. Wo könnte es sein? Auch wieder ungefähr. Ne, das ist wahrscheinlich der auf dem Geheimpfad. Den probiere ich mal. Wo ist der? Wo ist der? Oder ist der auch im Tunnel? Ah, prima. So. Wo ist der? Ist der vielleicht sogar? Wo ist der? Ist der im Tunnel oder woanders? Nee, ich glaube, der ist auch im Tunnel. Scheint mir doch fast so. Ach nee, komm, der ist wahrscheinlich auch da oben. Nee, aber das mache ich nicht. Ich bin schon wieder drauf reingefallen. Ich dachte, Japano-Ballon. Aber nee, mache ich nicht. So, mache ich nicht mehr. Japano-Ballons sind eh scheiße. Aber ich habe eine Vermutung, wo der sein könnte. Von Cappy 187. So. Gib mir mal einen Cheep Cheep. Und dann vielleicht im Tunnel hier drin. Könnte ich mir vorstellen. Ja, ich glaube, ich sehe ihn doch schon da unten, oder? Und Jakob, viel Spaß beim Minecraft-Zocken. Ja, da ist er. Da ist er doch schon. War auch nicht allzu schwer versteckt.
Konnte man sich auch schon erahnen. Geit, jupp. Okay, das ist auch wieder irgendwo dort. Die sind alle in der Richtung versteckt. Sind alle so ziemlich an der gleichen. Ach nee, der ist anders. Von Chocho. Oder irgendwie so. Den probiere ich mal aus. Der ist woanders. So. So, wo ist der? Ah, komm. Komm her. Ah, ich will den Tricksprung machen. Ah, komm. Aber der Ballon, der dürfte ja da oben irgendwo sein, ne? Ich möchte es mit dem Tricksprung machen. Man kann ja Käppi werfen und wenn Käppi zurückkommt, man im richtigen Moment, genau das wollte ich machen. Ah, komm schon. Ja, obwohl die Zeit, die ist. Warum macht er denn jetzt keinen Wandsprung? So, und wo ist der Ballon jetzt? Hier irgendwo. Hier irgendwo. Ist der unten drunter? Oder wie? Nee, könnt ja. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Der wird schon da oben irgendwo sein, oder? Wisst ihr was? Ich schnapp mir mal einen Cheep Cheep. Ich schnapp mir mal ganz einfach trotzdem einen Cheep Cheep. So. Ist ja ein bisschen Zeit, die man hat. Könnte ich mir auch nicht vorstellen, dass der hier unten drunter. Das wäre ja richtig lame, wisst ihr? Ach, ich weiß, wo er ist. Hier oben. Ach, okay. Ja, okay, bei der Huttür. Hätte ich mir auch denken können. Hätte ich mir auch denken können. Aber Leute, ich würde sagen, wir beenden den Part an der Stelle. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like, Abo oder Kommentar freuen. Und ansonsten gerne auch konstruktive Kritik. Und dann sehen wir uns das nächste Mal im Forstland. Und ich danke fürs Zuschauen. Und tschüss.